Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge unserer neuen Serie Squad Builder Showdown. Danny und ich gönnen uns heute mal mit Salah rechts außen als Squad Builder Karte. Danny? Ja genau, und zwar haben wir den Hero Salah gewählt. Dann kurz nur zur Erklärung zum Showdown. Also im Prinzip ist es so, wir gehen das Stück für Stück nach. Jeder sucht sich zuerst eine Formation aus, der Gegner muss raten, dann verrät man seine Formation. Wenn man es richtig errät, darf man den Gegner eine Formation wählen, die man möchte. Bei den Spielern geht das dann genauso. Also wir starten dann zum Beispiel mit zwei Stürmern. Jimmy nimmt sich zwei Stürmer, ich rate, zeige es in die Kamera, er sagt dann, welcher er gewählt hat. Wenn ich sie errate, darf ich ihm einen Bronzespieler zum Beispiel reingeben. Und einmal hat man noch die Möglichkeit, eine Trump-Card zu verwenden, also quasi out of position den Spieler zu stellen. Also zum Beispiel ein Goalkeeper in Sturm oder ein Stürmer ins Goal, je nachdem wie man will und wie man spekuliert. Bist du bereit, Jimmy? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin auch bereit. Dann starten wir mal mit der Formation, würde ich sagen. Okay. Also willst du anfangen? Oder? Ladies first, beginn du. Okay, also ich suche mir zuerst eine Formation auf und du zeigst kurz die Formation, die du für mich erraten würdest in die Kamera, ja? Genau. So, oder was würde ich denn nehmen müssen? Komm schon. Er muss ja eine Formation nehmen, wo der Salah natürlich seine Außenposition bekommt. So, ja, genau. Hast du die Formation schon? Ich habe die Formation. Passt, also ich würde nehmen 4-3-2-1. Ja, und wenn ich das jetzt habe? Dann darfst du mir eine Formation aussuchen. Ja, habe ich nicht. Ich habe 4-1-2-1-2. Ja, rate bitte meine Formation. Warte ganz kurz, warte kurz. So, da zeige ich kurz in die Kamera. Ja, hast du's? Ja, geht schon. 4-3-3. Hast du's? Beste ever. Erster Pick gleich für mich. nein, das war zu easy. Ja, zu easy. Der Klassiker. So, was nehmen? Ja, welche soll ich nehmen? Ich nehme 4-1-2-1 weit, also mit links Mitte und rechts Mitte. 4-1-2-1. 2. Ja, cool. Super. Super. Und bei mir, ich spiele jetzt 4-3-2-1 und bei mir ist das Was spielst du? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Was? So, dann sage ich dir sehr gerne, wen ich nehmen möchte. Ja. In Sturm, weil ich möchte es ein bisschen abspeisen, nehmen wir mal den Herrn Gabriel Jesus. Und als Linkstürmer gönne ich mir meinen Once-to-Watch Costa. Ich wusste gar nicht, dass du den hast. Warte. Bitte halt deine Spieler in die Kamera. So, bitte offenbare dich. Stürmer habe ich auf der rechten Seite. Jesus, ja? Ja. Und links natürlich Del Piero, die Legende. Das ist wieder ein Treffer für mich. Welcher Treffer? Jesus. Ach, boah, Gabriel, das hättest du den Werner ausgewählt. Und zwar habe ich mir für dich vorgestellt den Herrn Sterling. Aber natürlich nicht den Sterling, den man kennt, sondern einen bronzenen Tottenham-Spieler mit einem Rating von 53. Boah, den Kasiaia-Sterling. Warte, wie heißt der? Ja, genau. Ah. Schaut auf jeden Fall sehr sympathisch aus. 1998er Baujahr. Verkaufen und dann. Gönn ich mir für 400. Gönn ich mir. So, geht's? Ja. Das heißt, als linken ZM hinter Costa würde ich mal den Herrn Alan nehmen. So, da als nächsten Mittelfeldspieler würde ich gerne den Herrn Fernandinho nehmen aus der Premier League. Ja. Und als letzten ZM schaut Davy Klaassen. Ja, mein Typ war Pogba, Matic, Bakayoko. Yes! Also, meine drei Tipps halte ich jetzt in die Kamera. Okay, ZOM habe ich Özil. Ja. Links Mittelfeld habe ich Martial. Ja. Und ZDM habe ich Ibora. Ah. Kannst alle Was waren deine?
Also gut, also deine Tipps für meine Außenverteidiger. Zeigst du es her? Ja. Passt. Linksverteidiger, wenn du den errätst, dann discard ich von mir aus mein ganzes Team. Für Linksverteidiger nehme ich den Marcelo. Rechtsverteidiger nehme ich den Zappacosta. Ach komm schon! Ich habe links außen den Blind, ja? Und rechts habe ich den Valencia. Hältst du schon rein? Ja. Also linken Verteidiger würde ich mal aus der Calcio A den Jesus nehmen. Ja. Und als rechter Innenverteidiger nehme ich den Herrn Michael Keane. Jupp. Deine Ich halte deine Verteidiger jetzt gerade ins Bild. Okay, ich habe Toby Alderweireld als Linker. Ja. Und dann habe ich Otamendi. Na. Dachtest du an Rüdiger? Gedacht, dass du so big gehst. Ja, Rüdiger und Martin, wie man dachte, komm, können wir nicht so fette Spieler reinhauen? Na sicher. ja, geht schon. Ja, passt. Ich nehme den Herrn Gomez. Was? Wen hast du geschrieben? Ederson. Ja! Ich habe mir auch gedacht, das wäre zu offensichtlich, aber es gibt noch einen Premier League-Tormann, der besser ist. So, ich habe meinen Tipp schon aufgeschrieben. Ich hab De Gea! Nein! Ja! Habe ich mir nicht damit gerechnet, dass du da so big gehst. An wen dachtest du? Petr Cech aufgeschrieben, die günstigere Variante. Ja, ja. Nice. So, Salah heute zum ersten Mal. Du hast ja schon mit ihm gespielt, gell? Salah ist echt mörderisch. Costa. Was? Madja Ibora ist lang. Klasse! Oh. Was für ein Tor! Boah! Oh, der Störling ist. Was? Das war Özil! Mann, das war mit Özil! Also ist der falsche Jesus, da ist der richtige. Boah, das war leicht schnell! Der ist schnell, bist du narrisch! Beim Davi. Kommt der Piero! Rüber, rüber! Jawohl! Yes! Yes! Del Piero! Del Piero! Wie konnte das passieren? Özil! Gegentreffer! Ah, Del Piero! Die Aufstellung ist geil! Störling! Störling! Oh. Yes! Der Tormann! Der lasst mich vorbeigleiten. Jawohl. Gibt's da auch eine Bestrafung, wenn ich mit dem fast Discard-Spieler ein Tor schieße? Dann kannst du auf die Schulter klopfen. Good boy! Good boy! Okay, wobei bei dem anderen steht hier was davor noch. Salah! Zum Konter! Jawohl! Na, Marcelo! Was hab ich da gemacht? Yes! Puh, Mann. Der brennt hinten. Den dicken Ronaldo. Oh, ich dachte, dass du einen keinen Bärmus bin. Na, der passt da wieder unter aller Kritik. Bist du narrisch? Ja! Del Piero! Del Piero! Oh, Del Piero! Sterling! Sterling! Jawohl! Den habe ich der da nicht nachkommt. Eieiei! Ja, 19. So, was ist da los? Der wird da umge. Nichts, mein. No! Das gibt's doch! Du bist so gut! Blinz, du bist eine Legende! Das gibt's doch nicht!
So, oder was für ein katastrophaler Pass. Ma! Mesut Özil. So, Sarah. Jetzt geht's schon. Das gibt's doch nicht! Das Spiel will doch ganz klar nicht, dass ich einfach ein Tor schieße. Noch ein Tor. Mir gefällt der Sterling, ich glaube, den werde ich einbauen, irgendwie. In einem Bronze-Squad? Ja. Das Del Piero! Del Piero! Del Piero! Ja! Was? Ja, die Gea ist halt auch da hinten legendär. Jawohl! Lächeln. Ich bin sprachlos. Fiesta, 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 Fiesta. Ja, aber gut. Jetzt tut mir das Discounter nicht weh, weil ich alle Spieler, die im Verein waren, hasse. So, na gut, dann gehen wir zum Discounter. Funktioniert wie folgt: Ich verschiebe jetzt alle Spieler so, wie ich möchte. Und der Jimmy rät dann einfach 4 Positionen. Und ich muss die dann discounten. Ab zu den Bestrafungen. Danny wird hart bestraft. 4 Tore Unterschied. 4 Spiele discarden, Leute. Was ist das? Also logischerweise, den Dormann war schlecht. Dormann wird discarded. Und den Stürmer war auch Dormann. Schlecht. Also yes. Alle 3 Stürmer weg. Was? Ja. Yes. Was? War das einer? War das einer? Spieler, Gott sei Dank nicht erwischt. Beziehungsweise die 2 besonderen Spieler. Salah wurde nicht gediscardet. Nein, die Stürmer sind... Ah, die Wahrscheinlichkeit war 40%! Mist. Für 4 Spieler bist du jetzt ziemlich schlecht ausgestiegen, sag ich mal. Stürmer Fernandinho, Alan und Klaassen und Tormann ist der Gomez. So, jetzt werden alle discardet. Ja. Gott sei Dank. Passt. Doppelkatastrophal, warte, zack. Den Spielern weine ich auf jeden Fall keine Tränen nach. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da, liked die Folge oder kommentiert, wenn euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr solche Videos wollt, sagt uns einfach Bescheid. Dann gibt es mehr von diesen Squad Battles von meiner Seite. Riesen Dankeschön an euer Vertrauen in mich. Ich bedanke mich auch. Und es war kein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye.